Mein Name ist Julius van der Laan. Ich hatte das große Glück, mit dem Google Colab zusammenarbeiten zu können. Wir haben damals eine große Umfrage gemacht an Experten, die sich mit Internet und Online-Kommunikation auskennen und die neuen Trends erforscht, die in diesem Gebiet in den nächsten Wochen, in den nächsten Jahren und nächsten Monaten auch auf uns zukommen werden. In dem Teilgebiet, das ich bearbeitet habe, das ich zusammen mit Dr. Christoph Bruch bearbeitet habe, haben wir uns die Frage gestellt über Internet und Demokratie. Und die Frage, die an eben diese 3000 Experten rausgegangen ist, war eine Frage, bei der sich die Experten entscheiden sollten. Auf der einen Seite gab es die eine Position, die so lautete: Das Internet stärkt die Demokratie durch neue Möglichkeiten, sich politisch zu informieren, zu engagieren und in Gruppen zu organisieren. Und die zweite Position, die gegensätzliche Position, war: Das Internet schwächt die Demokratie, da es zur Individualisierung von Informations- und Kommunikationsflüssen führt und dadurch zur Aufspaltung der Gesellschaft führt. Die Umfrage, die wir eben an diese 3000 Experten rausgegeben haben, hat die folgenden Ergebnisse und Erkenntnisse gebracht. Für die Position 1, also dass das Internet die Demokratie stärkt, dafür haben sich 97,8% ausgesprochen, also die fast absolute Mehrheit, die deutliche Mehrheit. Für die zweite Position, dass das Internet die Demokratie schwächt, haben sich 2,2% ausgesprochen. Wir haben das natürlich diskutiert auf einem Abend mit Vertretern von verschiedenen Organisationen, aber auch mit Mitgliedern des Bundestages und verschiedenen Kommissionen, die natürlich dazu alle Meinungen hatten, besonders in Bezug auch auf die Enquete-Kommission, die im Moment genau diese Themen diskutieren. Und in dieser Diskussion sind wir zu den folgenden Thesen gekommen, dass natürlich das Internet enorm viele Möglichkeiten gibt. Wir sehen es von internationalen Organisationen und auch nationalen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, die sagen, das Internet ermöglicht uns, Leuten die Tools in die Hand zu geben, sich selber zu organisieren, sich selber mit politischen Inhalten zu befassen. Auf einmal haben kleine Organisationen die ganzen Möglichkeiten, Leute zusammenzubinden und viel effektiver zur Organisation, natürlich auch zur politischen Meinungsbildung. Parteien können das Ganze natürlich nutzen. Wir haben es im letzten Bundestagswahlkampf gesehen, dass auf einmal Parteien das Internet benutzt haben. Es steckte noch in den Kinderschuhen, wenn man es mit dem Obama-Online-Wahlkampf vergleicht. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, eine Möglichkeit für alle. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, schwächt das Internet eventuell die Demokratie, wenn wir auf einmal merken, dass bestimmte Bevölkerungsschichten keinen Zugang mehr haben. Wir denken, dass es immer noch ältere Menschen gibt, die vielleicht keine Chance haben oder keine so guten Möglichkeiten haben, das Internet zu nutzen, dass da vielleicht noch nicht genug Aufklärung oder Schulung gemacht wurde. Das waren Fragen, die natürlich gestellt wurden. Aber im Endeffekt, glaube ich, zeigt die Statistik auch, dass 97,8% gesagt haben, es stärkt das Internet, das Internet stärkt die Demokratie. Insofern, der Großteil der Leute hat es als durchaus positiv bewertet. Und ich glaube, dass das enorm viel Potenzial bietet. Und ich glaube, Christoph Bruch wird mir da zustimmen und die Rest von Google Colab. Insgesamt war es eine unheimlich spannende Erkenntnis, die wir getroffen haben. Viele spannende Fragen wurden diskutiert und wenn es geht oder wenn mehr Interesse besteht, dann würde ich aufs Google Colab verweisen, wo wirklich unheimlich viele interessante Leute dazu was gesagt haben. Vielen Dank.